wir hier auch nochmal ein Haus. Neue Location. Wir sind in Ruhig, weil die Nachbarn hier auch gegenüber wohnen. Absolut krass, Leute. Guckt euch das an. Absolut krass. Schaut euch das an. Das sieht so aus, als würde gleich jemand wieder einziehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das hier vor allen Dingen. Absolut krass. Jemand kommen und sagen, hey, wollt ihr einziehen? Krass. Das ist absolut krass. Langsam, jetzt. Oder schaut euch das hier an. Absolut tricky. Also ich bin total begeistert. Absolut krass. Lass es aber ruhig wirken. Auch mit dem Handy gefilmt, weil mein 360 der ist. Ein Haus im Osten Deutschlands. Schon krass. Wenn ihr euch die Details anschaut, schaut mal. Heftig, oder? Oder hier. Kassettenrekorder. Sau, sau krass. Oder hier ist noch komplett eingerichtet. Sind. Jetzt immer noch der Salzstreuer. Hier oben habt ihr noch Gewürze. Hier kommt eingerichteter Wohnbereich. Selbst Kaffee. Jetzt sogar noch die Kippe. Wahnsinn. Und hier sind wir rein. Oben was haben wir euch schon gezeigt. Krasse Location, absolut. Wahnsinn. Vor allem nur viele Details, ja? Die Blume hier zum Beispiel. Das hier war meiner Meinung nach so ein bisschen das Haus und beziehungsweise die Wohnung, wo die Leute oder der Gastwirt gewohnt hat. Hätte ich jetzt mal gesagt. Schon krass. Viele Dokumente liegen hier rum. Da liegen viele Sachen um hier. Was schon echt krass ist. Na, hier sind die ersten Anzeigen, wenn ihr euch das mal hier anguckt. Das ist auf jeden Fall safe lang lost. Safe, richtig lang. Ich kann bloß noch nicht sagen, wann. Von wann ist der Brief hier? 2000. Also das heißt schon über 22 Jahre. Das heißt über 22 Jahre ist es lost. 2000 habe ich einen Brief gefunden.
Krass. Als wenn es 22 Jahre lost ist und trotzdem noch so einmal so viele Details noch da sind, das ist schon heftig. Das ist schon echt krass. Wahnsinn. Über die Bahnschienen sind wir dann letztendlich in das Haus. Bergsteigen, Jungs. Krass. Krass. Ja, diesmal meine GoPro vergessen. Ich bin wieder auf Lost Place Tour unterwegs. Ja, und dann sind wir jetzt in einem alten Haus im Osten. Und wenn ihr jetzt euch das anguckt, schon krass, ne? Hier ist noch Spar 229. Also hier ist noch komplette Einrichtung am Start. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, weil das Haus von außen total unscheinbar ist. Jetzt gehen wir mal ins Bad. Wisst ihr, was krass ist im Bad? Ich hoffe, ich zeige euch das. Seht ihr das? Das ist ja richtig krass. Richtig, richtig krass. Da ein alter Rasierer noch am Start. Haarbürste. Das ist alles noch da. Ja, dann geht's hier raus. Dann geht's hier ins Schlafzimmer. Der Schrank killt mich, der ist echt geil. Der ist richtig geil. Hier ist ein altes Bett. Das alte Holzbett hier ist mega. Ja, dann geht's hier weiter. Und da oben sind wir gekommen. Thomas, ja? Du sitzt alle auf dem Klo. Du sitzt alle auf dem Klo. Ernsthaft? Ja. Auch hier Haarspray. Hier geht es noch um den Dachboden. Ich weiß nicht, ob der Dachboden interessant ist. Aber auf jeden Fall. Hier hinten ist noch ein Zimmer. Da ist auch noch viele Einrichtungen am Start, wenn ihr das seht. Schon krass. Schon richtig krass. Schon heftig. Leider habe ich mal Insta360 im Auto gelassen, weil ich dachte, das schaut eh noch etwas aus, was relativ unscheinbar ist. Dann kommst du, findest jetzt sogar noch Kinderspielzeug. Ja, krasse Geschichte. Also ihr seht schon, das ist schon eine ganze Zeit lang lost. Na, hier oben die Spinnenweben. Das ist schon krass. Sicherungskasten. Oder wird nicht Schlüssel, oder? Das schaut eher aus wie der Schlüsselkasten. Ja, das sieht aus wie der Schlüsselkasten. Und da geht es hier runter und da unten ist der Eingang. Da sind wir rein. Was total tricky ist, meiner Meinung nach, ist, zack, so, und hier geht's wieder raus. Und das hier ist das gute Stück. Mitten im Wald, irgendwo im Osten, steht das gute Stück hier. Man kann ja sehen, da ist schon ein Baum eingefallen und so, ne? Ich sag, sieht's mir nach. Ich habe leider Gottes meine Insta360 im Auto gelassen, weil ich dachte, ist eh jetzt nicht so spektakulär. Also das war jetzt so mein Grundgedanke. Aber wie ihr seht, sind auch die unspektakulären Location oder die unscheinbaren von außen genau das, was man vielleicht sucht, ne? Ja. Oh, das ist ja auch noch aus. Ja, aber das ist dann aufgrabbeln, Alter. Ja, nee, das ist wirklich. Ja. Also total unscheinbar steht dann diese Location da. So, und jetzt laufen wir wieder den kompletten Weg wieder zurück zum Auto.
Das Auto haben wir nämlich da vorne stehen lassen. Ja, und dann seht ihr das gute Stück. Das hier ist im Endeffekt die Location. Das ist schon krass, völlig unscheinbar. Steht sie da? Das ist schon heftig, wenn man bedenkt, ja, wer da drin gewohnt hat. Das konnte man leider nicht rausfinden, weil es waren keinerlei Informationen dabei. Sprich, irgendwas, was darauf schließen lässt, wieso das verlassen ist, stand leider nichts dabei. Haben wir auch nichts gefunden, also keine Dokumente oder so. Außer, dass der Besitzer das Haus versucht hat zu verkaufen. Ja, mehr wissen wir nicht. Krass. Absolut krass. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis zur nächsten Location.